Hallo ihr Lieben, heute mal aus meinem Bettoffice. Mein Laptop. Eigentlich hätte ja gestern ein Video um 17:30 Uhr rauskommen sollen. Aber ich hatte super viel zu tun und habe es einfach nicht geschafft. Nun ja, jetzt kommt es. Jetzt ist es für euch da. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude daran. Denn bei uns im Garten hat sich immer wieder einiges verändert. Und hier ist der zweite Teil des Update-Videos. Viel Spaß! Hello people! Herzlich willkommen zu Teil 2 zum Garten-Update. Es ist super viel passiert. Heute ist der 13. Mai. So viel im Garten passiert. Ich fange gleich mal an. Also bleibt dran und ihr könnt einiges sehen. Viele tolle Gemüsepflanzen, die richtig am Wuchern sind. Aber leider auch einiges an Unkraut. Ja, ich zeig's euch einfach mal. Guten Morgen. Die Sonne geht gerade auf. Und wie ihr seht, ist hier alles fleißig am Sprießen. Da hinten stehen schon die Bohnen. Der Mais ist auch schon eingesät. Hier sollte ich dringend mal Unkraut jäten. Hier übrigens auch. Hier drüben sind Zwiebeln und Karotten drin. Hier die Kartoffeln. Und hier haben wir ultra viele Erdbeeren. Und ganz da hinten Topinambur. Also manchmal ist es sehr gut, früh aufzustehen, weil dann kann man die Übeltäter auf frischer Tat ertappen. Ihr Monster. Finde ich gar nicht nett. Ihr macht mir meinen ganzen Salat kaputt. Ihr Arschlöcher. Tut mir leid für die Ausdrucksweise, aber das geht doch gar nicht. Mein Gesicht jetzt nicht. Ich war noch nicht im Bad. Aber ich wollte euch hier die Erdbeeren zeigen. Schaut mal, heute ist der 12. Mai. Und unsere Erdbeeren, die gehen ab wie Schnitzel. Leute, Leute. Schaut euch das mal an. Ich glaube, denen tut der Knoblauch gut. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Also hier an den Erdbeeren ist hier, übrigens sind auch noch keine Schnecken dran. Also ich bin sehr stolz. Hier ist Lauch. Den habe ich zugekauft und im selben Atemzug habe ich eigentlich auch noch Lauch gesät, damit ich so ein bisschen eine gestaffelte Ernte habe. Hier ist der Spinat gelandet, der keinen Frost abbekommen hatte. Der darf jetzt hier draußen schön groß werden. Hier findet ihr Kopfsalat. Übrigens, die Bohnen sind nach draußen gekommen. Ich weiß, es ist gerade schnell, aber es ist halt auch einfach echt viel passiert. Hallo, hier geht die Sonne gerade unter und ich bin gerade auf dem Weg in den Garten, weil heute passiert was ganz Tolles. Und zwar werde ich das erste Mal Salat ernten, Pflücksalat, und ich werde das erste Mal rau hier Rucola ernten und Radieschen. Und da freue ich mich richtig doll drauf und ich nehme euch da jetzt mit. Ja, jetzt habe ich mir mal eine Handvoll Rucola geschnitten. Der ist ziemlich intensiv. Aber lecker. Und ja, jetzt hole ich noch anderen Salat. Oh, und wir bekommen Besuch. Und ein paar Radieschen werde ich mir auch holen. Kurzer Nachtrag zum Video. Heute ist der 7. Mai und morgen ist Muttertag. Und wir haben heute noch die Kartoffeln in die Erde gebracht. Hatten gute Unterstützung. Also Fabi, ich, Noli und Luis, Fabis Sohn, haben fleißig Kartoffeln eingepflanzt. Seht selbst. Ja, die sind schon ein bisschen gewachsen, ne? Ich glaube, ich ziehe mir die anderen hier. Ja. Richtig viele Wurzeln.
das sind die Kartoffeln, die Fabi letztes Jahr angebaut hat. Und das sind die kleinen, die übrig geblieben sind, die wir nicht gegessen haben. Und die haben wir jetzt wohl ein bisschen zu lange liegen gelassen, würde ich mal sagen. Und auch die, wo wir gekauft haben und liegen gelassen haben, aus Versehen, die haben ganz schön doll getrieben. Meint ihr, die brauchen so einen großen Abstand? Ja, schon. Ja. Alles gut. Um die 20 cm ist normal. Ja. Aber ein bisschen mehr. Hier steht ein vorgezogener Mais, um die Reihe so ein bisschen anzuzeigen. Denn wenn man hier gerade rüber geht, bis da hinten, da ist noch ein vorgezogener Mais, der die Reihe sozusagen beendet. Und dazwischen haben wir Mais gesät. Und hier gibt es dann auch noch eine zweite Reihe. Ich zeige euch jetzt mal den Garten in groß. So. Ja, im Garten hat sich ultra viel verändert. Da drüben ist eine ganze Erdbeerplantage entstanden. Ich habe nämlich Erdbeersetzlinge geschenkt bekommen. Die Kartoffeln sind reingekommen. Das haben wir letztes Wochenende gemacht mit Louis zusammen, mit Fabis Sohn. Das hat Spaß gemacht. Hier ist auch was passiert, und zwar das Zwiebel- und Möhrenbeet habe ich erweitert und verlängert. Zwiebeln sind jetzt bis hierhin gesetzt und auch Möhren sind nochmal neu angesät. Es ist absichtlich nicht alles auf einmal reingesetzt in die Beete und reingesät, weil wir versuchen hier eine gestaffelte Ernte zu kreieren, dass wir nicht auf einmal richtig viel Gemüse haben, sondern eben gestaffelt. Damit wir auch lange frisch aus dem Garten ernten können. Und damit wir nicht einmal plötzlich eine richtige Gemüseschwemme haben, sondern eben kontinuierlich Gemüse ernten können. So zumindest die Idee. Wie das dann klappt, sehen wir dann im Nachgang. Hier ist noch nichts drin bisher. Da will ich die nächsten Tage auch nochmal Salat, Mangold und rote Beete einsäen. Der Brokkoli, der hier reinkommt, ist schon vorgezogen, ist auch absolut bereit, ins Beet zu kommen. Allerdings bin ich einfach noch nicht dazu gekommen. Übrigens ist es mittlerweile so warm, dass ich meistens barfuß unterwegs bin und ich liebe es. Ich finde das Erbsenrankgerüst ziemlich cool und ich glaube, die Erbsen sind auch ganz schön happy darüber. Ich habe ganz schön auf mich warten lassen mit dem Gerüst, doch jetzt können sie endlich klettern. Ja, momentan wächst hier wirklich ziemlich viel Unkraut. Es ist ein bisschen unübersichtlich, doch da werde ich mich die Tage auch dran machen. Ganz groß auf meinem Plan steht auch, die Möhrchen zu vereinzeln, weil so ist es natürlich totaler Quatsch. Da bilden die sich natürlich nicht sonderlich gut weiter. Dementsprechend steht die nächsten Tage einiges auf der To-Do für den Garten. Unkrautjäten ganz oben dabei. Und ich glaube, hier wächst eine Kartoffel. Kann es sein? Naja, mal schauen. Ich meine, das ist eine Kartoffel. Die ist noch vielleicht von nicht letztem Jahr über. Die Zwiebeln, die wir neulich gesteckt haben, sind auch schon super fleißig. Und die Zwiebeln, die jetzt schon hier länger in den Beeten stehen, sowieso.
Ja, was soll ich sagen? Das Hochbeet hat eine Explosion hinter sich gebracht. Die Radieschen, einfach fantastisch. Wir haben schon viel geerntet. Die sind auch richtig lecker. Ich zeige euch das mal. Das ist die Sorte Flameboy. Und die haben so eine weiße Spitze. Und die sind wirklich lecker. Die sind nicht super scharf, aber auch nicht zu mild. Und einfach richtig knackig. Das Blattgrün nutze ich übrigens auch. Aber dazu auch in einem anderen Video mal mehr. Der Schnittsalat ist schon teilweise ein bisschen befallen von Schnecken. Ich bin auch fleißig am Absammeln. Aber leider machen die mir das Leben nicht so leicht. Wie ihr seht, haben wir hier auch schon geerntet. Und er wächst fleißig wieder weiter. Heißt, da kann man dann bald auch weiter ernten. Und auch hier müssen die Möhrchen dringend ausgedünnt werden. Das steht, wie gesagt, oben auf der Liste. Gehen wir mal weiter. Hier habe ich einen Blühstreifen eingesät mit essbaren Blühern. Und da freue ich mich auch riesig drauf, wenn die soweit sind. Hier unter den Tunnel soll der Kohl kommen. Erstmal mit Folie, danach mit Netz. Und ja, der Kohl in jeglichen Arten und Sorten ist schon vorgezogen im Gewächshaus. Und da zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was. So, hier ist es rappelvoll. Weil ich nutze das Gewächshaus momentan nicht nur für die Pflanzen, die fest im Gewächshaus bleiben, sondern auch für die Sachen, die ich vorziehe. Und wie ihr seht, ist das einiges. Aber einiges ist schon auch absolut bereit, rauszukommen. Ich habe hier einige verschiedene Kohlsorten zugekauft. Genau, aber ich habe auch verschiedene Kohlsorten vorgezogen. Hier auch leider ein bisschen Schnecken an den Auberginen, was ein bisschen schade ist. Hier finde ich die Schnecken auch leider nicht. Ich gucke auch schon dauernd. Aber bisher habe ich hier erst 2, 3 Schnecken aus dem Gewächshaus geholt. Nun ja, wie ihr seht, hier müssen dringend die Kürbisse raus, die Auberginen, die Tomaten. Also ich werde im Gewächshaus selber einige Pflanzen lassen, doch es sollen auch einige Pflanzen nach draußen, weil ich einfach so ein bisschen den Vergleich möchte, um zu sehen, wo es einfach besser wächst, im Gewächshaus oder draußen und wie ich das ja verbessern kann, damit es vielleicht im nächsten Jahr ertragreicher wird. Also für mich ist das Ganze ein Riesenexperiment, an dem ich einfach echt viel Freude habe und die Radieschen hier, die unterstützt das auch nochmal. Ja, ich finde, das ist einfach spannend und wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich den ganzen Tag hier im Gemüsegarten verbringen und mich mit meinen kleinen Babys hier beschäftigen. Ja, hier nochmal kurz zum Zeigen. Und zwar ist das eine der Tomaten, die einen Frost abbekommen habt. Und mal ehrlich, die hat sich doch super erholt, oder? Unter anderem haben diese drei weiteren hier haben auch Frost abbekommen und ich finde, die haben sich toll erholt. Schaut mal, die hier war so zerfressen von Schnecken und super sieht sie immer noch nicht aus, aber sie erholt sich. Richtig toll, freue ich mich. Ja, also es geht offensichtlich voran. Ja, weiter geht's zu unseren Sträuchern. Die bilden nämlich schon langsam kleine Früchte und das finde ich natürlich auch richtig toll. Schaut mal. Ist das nicht schön? So viele kleine Bärchen. Ich freue mich riesig. Ich war ja unterwegs und habe über eBay Kleinanzeigen Anemonen gekauft. Die Dame vor Ort hat mir dann noch Himbeerpflanzen geschenkt und Margariten. Hier die Anemone, wegen der ich eigentlich losgedüst bin. Ich finde Anemonen einfach schön. Und dann gab es zu der Anemone und den Margariten noch zusätzlich ganz viele Erdbeersetzlinge. Und die sind jetzt hier gelandet. Wie ihr seht, denen geht es fantastisch. Auch hier habe ich Knoblauch dazu gepflanzt, weil die Erdbeer und der Knoblauch einfach eine ganz, ganz tolle Mischkultur sind, weil die halten sich gegenseitig die Schädlinge fern. Und das ist natürlich erstrebenswert. Und der ist in kurzer Zeit echt hoch geworden. Ich bin super stolz auf den Kleinen. Was ich euch noch zeigen wollte,
Fabis Erdbeeren von letztem Jahr hatten letztes Jahr irgendwie nicht genug Licht bekommen, weil hier noch eine Stufe höher drauf war. Und dadurch war da sehr viel Schatten und so. Jetzt haben wir hier die eine Stufe Holzrahmen weggemacht. Und schaut euch mal die Erdbeeren an, die sind geschossen. Und zwar richtig. Das hier ist ein Ableger von letztem Jahr und dem geht's richtig, richtig gut. Schaut euch mal die Erdbeerpracht an. Ich freue mich richtig auf die Früchte. Ja, und hier können wir den Topinambur begutachten, wie er fleißig seine Triebe bildet. Der Topinambur ist so ein Herzenswunsch von mir gewesen, das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ich habe schon viel von Topinambur gehört. Es wird viel darüber gesprochen, auch in der Landwirtschaft, das vielleicht großflächiger anzubauen und ein bisschen da mehr in die Produktion zu gehen. Und ich dachte mir, jetzt probierst du es einfach mal aus. Ist auch eine wunderschöne Pflanze, blüht ein bisschen wie die Sonnenblume, nur kleiner. Und deshalb freue ich mich total, dass die jetzt so super da hinten sprießen. Und das ist einfach cool. Wo ich echt einen Fehler gemacht habe, das ist leider ein bisschen mies. Und zwar ist das bei meinem Rhabarber. Da habe ich wirklich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich es einfach ein bisschen zu gut gemeint. Ja, bei unserem Rhabarber ist leider nicht so viel passiert. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, dass ich ihn überdüngt habe. Ich habe da auch schon eine Idee, was ich machen will. Vielleicht kann ich meinen Fehler wieder revidieren. Ich hoffe es sehr. Aber das seht ihr dann auch in Zukunft mal in einem Video. Erstmal so viel vom Rhabarber, der sieht leider nicht so aus, wie er um die Jahreszeit aussehen sollte. Vielleicht schaffe ich es ja noch. So. Wir werden sehen. Kurz vor dem Abschluss des Videos noch den Erdbeerkübel, den ich ja im letzten Video bepflanzt habe. Den Erdbeeren geht es hier sehr gut. Hier muss ich mit dem Gießen ganz schön hinterher sein, weil wenn die Sonne auf diesen Kübel scheint, trocknen die einfach sehr schnell aus. Aber wie ihr seht, schaffe ich das ganz gut. Hier immer mit meinem Radieschen in der Hand. Und ja, die sind auch fleißig am Früchte bilden. Einfach fantastisch. Ja, hier im Garten geht jetzt langsam der Rhododendron auf und fängt an zu blühen. Echt wunderschön. Und damit verabschiede ich euch auch schon wieder. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit. Bleibt gesund. Seid gut zueinander und ich freue mich, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.